Aber die Dinger hier hänge ich dann nicht hierher, sondern hänge ich hoch. Weil hier kann man dann sehr so schlecht was dran packen. So. Warum ich das mache, einfach um die Wolle ein bisschen auszunutzen. Kann man ja ruhig mal irgendwas aus Wolle machen. Sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Es ist ja nicht so, dass das irgendwie aussehen würde. In Wirklichkeit tut's das und ich raff's bloß nicht. So, na Bimbo, was hast du denn so eigentlich? Eisenstiefel, Diamantbeinschutz, Diamantaxt. Eisenstiefel? Eisenstiefel? Oh, ich brauche mal nur das, was ich wirklich brauche. Also Diamant-Axt. Diamant-Hose war das, gell? War das Hose? Bitte, lass es Hose gewesen sein. Ja, wunderschön. Diamant-Helm. Ja, ist eigentlich das einzigste komfortabel bei dem hier. Bring ich das her. Hier geht nicht. Diamant Helm. So. Du da, Vorzeug unwichtig, Keks unwichtig. Smaragde gibt der mir. Gemerkt hat. Viermal Smaragde. Gibt ja. Schreib mal was auf, viermal Smaragde. Und du gibst mir einmal Smaragde. Zweimal Smaragde. Zweimal Smaragde. Und du gibst mir ja Hose, die Axt, einmal Smaragde, die Hose, die Axt, einmal Smaragde. Blub. Das Gold ist nicht, habe ich die Diamanten geschrieben? Diahose. Irgendwie Diahose oder sowas. Diaxt. So, wunderschön. Da entwickelt sich das hier langsam, ne? Brauche ich noch ein paar Fackeln? Fackeln. Oh, die Eier sind weg, siehst du mal. Ha, die Eier sind weg. Wunderschön. Fackeln bräuchte ich noch. Obwohl, habe ich Glowstone hier? Nicht wirklich, gell? Nee. Bin ich blind? Ich dachte, ich habe was gehabt hier. Also wie ich mich kenne, verpeile ich das gerade voll. Hast du nie gehabt? Tja, anscheinend nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Packe hier erstmal noch zwei Fackeln. Immer hier in die Zwischenräume kommt eine Fackel. So. Und dann würde ich sogar ab und zu. Moment. Ab und zu würde ich. Geht das damit eigentlich schneller? Machen wir mal. 3 3 ist vielleicht übertrieben, ne? Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhab. Alle 4 mal 2. Müssen wir mal schauen, ob das mit 2 oder 3 besser aussieht.
verrat's noch nicht, nein, es ist ein Geheimnis. Ein sehr schwer zu erratendes Geheimnis. Schwer zu erratendes Geheimnis. Deutschlich gut. Und was man somit, ich weiß nicht, ob es damit gut aussieht oder nicht. Äußerst klobig aus. Hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch. Die sind echt nervig, die Zombies. Vielleicht ja schon das Tier so, aber die Zombies dazu noch. Also es ist vielleicht eine ganz coole Idee, aber... So sieht das sogar besser aus. Nehme ich aber nicht den Stein, sondern nehme ich auch einen anderen Stein dann dafür. Hier kommt Schwarz rein. Schwarz hat gedacht. Wer hätte es gedacht? Schwarz. Schwarz. Das sieht auch ganz cool aus. Dann brauche ich aber einen anderen Stein dafür. So, dann gehen wir jetzt mal schlafen hier. Das Bett kann ich ja dann ruhig hier oben stehen lassen, weil unten ist ja dann der Raum gut belegt. Das ist wirklich ein sehr detailreicher Raum, wo uns gefällt. Bücher kann ich mal noch... Ups, das wollte ich nicht. Mensch, so vielleicht? Auch zu betrieben. Oh, das wollte ich gar nicht. Moment, ich bin am überlegen. Sieht auch komisch aus. Aber so. Auch das sieht komisch aus. Der Tisch kann ruhig hier so bleiben. Können noch mal ein paar Bücher hin. Da kann vielleicht später Bühne Momente. Hier könnte vielleicht einfach nur so ein Sockel hin hier unten und da könnte man eine Blume draufstellen. Ich habe doch vorhin was abgerupft, oder? Ich habe doch vorhin eine Vase gehabt. Da ist eine Vase. Was packe ich da am besten rein in die Vase? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Kaktus. Vielleicht. Kann man das probieren hier? Moment. Seltsam aus? Okay. Irgendwelche Special Tricks hier mit Leitern oder sowas machen, aber... Naja, ist eher minderwertige Qualität. Hier kann ich mal ganz kurz ein bisschen Kohle reinklatschen. Hier zu und hier unten weiß ich gar nicht, was ich reinbaue hier unten. Ich könnte hier unten auch so ein... So eine Bibliothek reinbasteln. Hier, in diesem kleinen Raum. Ja, vielleicht eine Sache. Alles aber beim nächsten Mal, meine lieben Damen und Herren. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen was geschafft in der Folge. Ich gehe mal ganz kurz. Ja, das sollte ich vielleicht.
mit leeren Taschen machen, wenn ich auf Wollejagd gehen möchte. Stellt sich mit vollen Taschen aber sehr schwer. So. Okay, das war das weg hier. Das kann weg. Das bleibt bei mir. Das bleibt bei mir. Und das bleibt natürlich auch bei mir. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz die Wolle hier abernten. Auch für zukünftige Zeit. Ich habe jetzt einmal rosa, oder zweimal rot, zweimal das. Zweimal gelb. Und zweimal schwarz. Wunderschön. Passt doch alles. Dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen. So, komm her, dann geben hier die ganzen... Was ist ein Schaufel? Hier hinten ist eins. So, die machen jetzt und dann kann man den Kühen auch mal ganz kurz was geben hier. So. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was mag das neue Jahr uns wohl bringen? Was mag das neue Jahr uns verheißen? Was mag das neue Jahr an Let's Plays hervorbringen? Und damit herzlich willkommen mit diesem echt schlechten Einstieg, den ich mir besser vorgestellt habe. Wolle. Ja, herzlich willkommen zur ersten Aufnahme Minecraft dieses Jahr, Jahr 2014 mittlerweile. Ja, wir haben Folge 515 mittlerweile schon. Und ja, keine neuen Schafe. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. So. Und wir wollten ja auf jeden Fall noch bauen ohne Ende und hauen ohne Ende. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe Level 30 wieder. Bevor wir irgendwas bauen oder hauen, oder... Ich höre schon wieder die Zomboys. Kommst du hier rein? Achso. So. Noch irgendwelche Konsorten? Nö. Okay. Wir haben zu viele, die wissen nicht mehr, wo sie hin sollen. Ja, gut. Der Tisch steht hier. Wir wollten... Diamantschaum habe ich verzaubert. Okay. Wir hatten noch irgendwas nicht verzaubert, das diamantmäßig ist, oder? Eine Hose haben wir noch, eine Axt haben wir noch. Also die könnten wir eigentlich verzaubern noch. Hier ist nichts. Und da ist auch nichts. Hey, yeah, wer hätte gedacht. Wie kommst du denn da rein? Hatte... Wo hat denn der das Bücherregal her? Ist es hier zu... Also ich weiß ja nicht, was ich letzte Folge getan habe, aber hier ist es eindeutig zu dunkel. Ich habe auch gerade keine Fackeln dabei. Keine Ahnung. Und wo kommt der jetzt her? Hier ist es eigentlich nicht zu dunkel. Strange. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Essen, okay. Ja, aber wo kommt das Bücherregal her? Ich habe keine Ahnung. Na okay, wir verzaubern einfach mal die Axt hier. Warum tun wir das? Weil... Ja, ne? Genau deshalb. Und nicht anders. Huch, was ist hier los? Arbeitet die Falle? Nö, die ist aus. Okay. Ich weiß nicht, was ich letzte Folge, letzte Aufnahme gemacht habe, aber ich war anscheinend ein bisschen neben mir. So, dann hier. Axt rein und Haltbarkeit 3, das ist natürlich jetzt nicht so berauschend. Hätte ich mir was Schöneres vorgestellt. Und dann gehen wir mal... So. Nehmen wir uns mal die Schwerter in die Hand. Und klöppeln hier mal ein bisschen rum wieder. Wieso habe ich einen... Kann sein, dass ich die ausgemacht habe, weil es zu viele waren. Das kann auch sein. Da hat man ja letzte Folge so einen Lack.
Da möchte ich mich übrigens nochmal entschuldigen für diese mega... Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein großer Lack war, aber im Nachhinein konnte ich das natürlich auch nicht wieder rückgängig machen. In der einen Folge, wo es wirklich, also... Das war ja wirklich ein Zeitunterschied von 2-3 Sekunden, Sound, der da aufgetaucht ist. Es tut mir mega leid deswegen, das kommt nicht wieder vor. Also wenn das nochmal passiert, dann breche ich die Aufnahme ab gleich. Ja, diesmal rennt euch nichts im Hintergrund und... Es ist auch keine Hühnerfalle an und es geht munter flockig weiter. Und ja, neues Jahr, wie schon gesagt. Und, oh, schreit kaputt. Wir schauen mal, was es bringt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal was... Wir werden die Folge heute, die Aufnahme, endlich mal was anfangen zu bauen, was ich schon seit längerer Zeit gesagt habe, dass wir bauen. Damit wir wenigstens eins der Gebäude, die mir noch im Hinterkopf schweben, so langsam mal auf die Reihe bekommen. Auch wenn es vielleicht keinen spezifischen Nutzen hat, so wird das doch sehr schön aussehen. Und ich denke, wir haben genug spezifisch nutzbare Gebäude, dass wir uns auch mal leisten können, Gebäude zur Zier dahin zu bauen. So. Sterbe ich gerade? Oh. Ich bekomme Schaden. Schaden. Ich habe keinen Schaden, ich bekomme Schaden. Muss ich gleich mal rohes Hühnchen essen. Rohes Hühnchen. Boah, das sieht richtig lustig aus da hinten mit der bunten Wolle, mit den Schafen. So. Ich glaube, das Hühnchen vergiftet immer, kann das sein. Ab einer bestimmten Menge an ab einer bestimmten Menge an Essen vergiftet das dann. Ich kann sich mit Gewissheit